Na, ihr Retro-Liebhaber, willkommen zu meinem ersten Video und auch mein erstes Let's Play auf YouTube. In diesem Sinne sage ich mal herzlich willkommen. Ja, wie ich spiele heute etwas Winter Games auf dem Commodore 64, was damals ja der absolute Renner war und wovon ich mich auch heute noch nicht trennen kann. Vor allem noch nicht mal mehr von dem Commodore 64 kann ich mich nicht mehr trennen. Weil das war eines meiner ersten Computer, seitdem ich 4 Jahre alt war. Und ja, für mich ist das heute immer noch so ein kleines Schmuckstück, sage ich mal. So ein bisschen Kindheitserinnerung, sowas da, dass man da richtig Spaß dran gehabt hat. Und ja, wie gesagt, Winter Games will ich spielen. Ich lade das schon mal. Weil das Laden hat bei manch anderen Spielen ja manchmal wirklich sehr lange gedauert. Aber hier scheint das ein bisschen schneller zu gehen. Ja, die schöne alte Zeit. Es macht immer noch manchmal tierisch Spaß, einfach mal so alte Retro-Sachen zu spielen. Ich meine, ich bin natürlich selbstverständlich auch für den ganzen neuwertigen Kram auf jeden Fall. Aber manchmal mag ich es doch gerne auch mal so ein bisschen so die alten Sachen rauszuholen und daran nochmal wirklich zu spielen. Wenn es auch wenn Commodore oder Atari ist. Ne, so einfach mal die alten Spiele mal, weil irgendwann kommt die Lust dazu mal wieder, wenn man es früher mal gespielt hat. Was ein Intro. Es kann doch kein besseres geben. Nein, Witz beiseite. Ich habe hier wirklich sehr gerne gespielt und zwar war das Hotdog. Das muss ich erstmal auf einen Joystick umstellen und ich mache es mal so. Genau, Hotdog, da haben wir es. Da haben immer recht viele Probleme früher immer gehabt, auch die Eltern. Die hatten es alle damals versucht, dass man die volle 10 Punkte kriegt, was sie aber nie geschafft haben. Ich fand das eigentlich immer relativ sehr einfach. Ich habe das ein paar Mal gespielt und ja, ich habe eigentlich ganz schnell die 10 Punkte gekriegt. Ich habe da nie wirklich gewusst, wo das Problem da lag. Hier scheint das Laden noch ein bisschen länger gedauert zu haben. Nein, da haben wir es doch schon. Ja, oh, wie ich das liebe. Vor allem die Töne. Ich finde das richtig cool. Da kommt auch manchmal so richtig der Spaß auf. So, ich probiere das nochmal aus jetzt. Ist schon ein bisschen länger her, wo ich das gemacht habe. Ja. Das war scheiße. Ja, ich möchte nochmal spielen. So, jetzt nochmal. Das war doch schon besser. Aber das gab noch keine 10 Punkte. Die 10 Punkte hat man am allerbesten erreicht, wenn man immer eine Rolle gemacht hat und dann so einen anderen Stunt oder die große und die kleine Rolle gemacht hat. Es gab, glaube ich, auch die Möglichkeit, dass man so eine doppelte Rolle macht, aber das war dann schon ein bisschen schwieriger. Ich versuche das mal mit den 2 Rollen. Zuerst die kleine und dann die große. Ja, ich kann es ja doch noch, ist ja wunderbar. Ja, so leicht kommt man an die 10 Punkte. Ich will das aber gerne noch einmal machen. Die Töne, ne? Ich finde die richtig genial. Ja, ich würde sagen, das war dann auch schon Hotdog. Ich denke, wir gehen mal direkt rüber zum nächsten. Das ging ja jetzt so relativ ziemlich schnell. Biathlon hat immer zu lange gedauert. Speed Skating könnte man mal machen. Ich glaube, da gab es ja auch nur diese eine Runde von. So, ich bin unten der Rote. Der Blaue ist der Computer, weil ich habe ja keinen zweiten Spieler hier. Ich bin ja heute alleine. Legen wir mal los. Und da geht der in Führung.
Mann, dass ich da noch so gut bin, wusste ich gar nicht. Es ist ja doch schon einige Zeit lang her, wo ich wirklich jetzt Winter Games oder so, auch die manch anderen Spiele jetzt mal gespielt habe. Ich weiß auch nicht, wie weit die Strecke jetzt gegangen ist. Ja, und da ist die Zielgerade. Und da hat der Danny doch mal wieder gewonnen. Ist ja wunderbar. Oh, ich stehe schon längst und der kommt jetzt erst angetrudelt. Ja. Wunderbar. Dass das so schnell geht, das hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Wir waren noch wirklich einige Sachen bei, die mochte ich überhaupt nicht, so wie Biathlon oder so wie dieses Freeskating oder. Ja, das habe ich nie hingekriegt. Ich möchte das auch gar nicht erst versuchen. Wir wechseln mal rüber zum Skispringen. Aber das mit der Frau da, mit diesen Stunts da zu versuchen, da auf dieser Eisfläche, das habe ich immer gehasst. Also das habe ich nie hingekriegt. Also ich habe mich da immer auf Schnauze gelegt. Da habe ich nie wirklich Punkte gemacht. Will mich da auch jetzt nicht blamieren, deswegen starte ich das erst gar nicht. So, ich glaube, Skispringen, ich glaube, das kriege ich noch hin. Ich glaube, das schaffe ich noch. Also ich glaube, das Laden kommt mir immer länger vor. Aha. Ja, die sicherste Rutsche auf der Welt. Also es kann nicht besser sein. Man kann in den Seiten gar nicht erst rausfallen. Der Trick war hierbei, den Knopf zu drücken jetzt und dann unten, bevor man abspringt, wieder auf den Knopf zu drücken. Weil sonst passiert nämlich Folgendes. Wenn ich jetzt nicht drücke. Ja, das war's dann. So, jetzt aber mal richtig. Ah, no, das war nie einfach. Aber doch, es geht, es geht. Früher sah das mal schlimmer aus bei mir. Das geht aber ein bisschen besser. Da können wir noch was rausholen. Nein. Oh, der ist besser gewesen. Wenn das am Anfang genauso gut gewesen wäre, dann hätte ich nur ordentlich was rausgeholt. 212,9. Das machen wir noch einmal. Alle guten Dinge sind drei. Na, nicht doch. Ja, 218,5. Sieht schon besser aus. Ich glaube, ich mache das noch mal. Auch wenn alle guten Dinge drei sind, sind sie jetzt diesmal vier. Na, nun wird doch mal, komm doch mal hoch da. So. Nee, das war nicht gut. Das war richtig schlecht. Wechseln wir mal weiter. Da gibt es jetzt noch Bobfahren. Da fand ich auch die Anfangsmelodie davon, die fand ich immer recht lustig. Von dem Bobfahren. Blöde war es immer nur, dass die Strecke sich mal nicht irgendwie verändert hat. Irgendwann konnte man die Strecke richtig im Schlaf. Das fand ich immer sehr schade, dass da man nicht irgendwie verschiedene Strecken waren oder so. Also wenn ich wüsste, wie ich das vorspulen könnte, ne, dann würde ich das schon machen. Meine, Gott sei Dank sind es nur Striche. Damals waren diese Ladebildschirme so irgendwelche flackernden, bunten Farben. Das ging dann so richtig auf die Augen. Ah, er ist fertig. Ja, so viel von der Musik schon mal. Ich fahre einfach mal los. Ich glaube, man saß zu zweit in diesem Bob drinne. Ja, saß man auch. Ja, sehe ich gerade. So, dann starten wir mal.
Also früher konnte man das Ding echt wirklich im Schlaf, weil sich die Strecke nie verändert hat. Ich glaube, ich war da mal besser. Ich glaube, ich war mal unter 22. Ich probiere das einfach nochmal. Ich will immer wir sagen, obwohl ich jetzt alleine spiele. Na, und. Ja, es geht doch nicht besser. Ich wusste es, dass ich das unter 22 Sekunden noch schaffe. Ich würde es ja vielleicht nochmal machen, aber ich will euch jetzt nicht langweilen, nicht immer ständig dasselbe zu machen. Ja, soweit erstmal von Winter Games. Ich würde mal sagen, wir machen an dieser Stelle mal Schluss. Bewertet das Video, wie ihr es gefunden habt. Schreibt mir Verbesserungsvorschläge unter die Kommentare, was man vielleicht noch let's playen könnte. Als nächstes bald wird kommen das Spiel Slender mit meiner Freundin zusammen. Sie wird dann hier sein. Ja, und weitere Folgen. Ich glaube, ich werde 2 Folgen von Slender machen. Und einmal mit meiner Freundin und einmal mit meinem Cousin. So, jetzt wäre ich fast durcheinander gekommen. Ja, und werden wir auch Let's Plays machen über Battlefield 3 und Trackmania Nations und was weiß ich, von mir aus auch mal Schiffssimulator oder sonst irgendwie was oder Counter-Strike. Bin ich für alles offen. Wie gesagt, schreibt mir Vorschläge, was man am besten machen könnte, und für die ganze Retro-Sachen wäre ich ja auch noch dafür. Ne? Also da würde ich auch gerne weitermachen, wenn euch das Video dann gefallen hat. An dieser Stelle sage ich mal bis dann und hoffentlich sehen wir uns.